Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen im neuen Video. Es geht heute um Engelstrompeten und ich melde mich wieder zurück. Ja, also ich hatte eine kleine Pause, eine technisch bedingte Pause, wie ja viele von euch mitbekommen haben. Ich habe mich leider komplett technisch neu ausstatten müssen, aber ich bin jetzt wieder voll dabei. Ostern ist aus dem Laden rausgeräumt. Wir haben hier auch unser Schaufenster wieder einfach schön mit haltbar und mit Natur. Haben hier wieder schöne Sachen dekoriert. Das ist übrigens ein Seidenschneeball, ja, und haben hier einfach sind die letzten zwei Hortensien, die anderen sind alle bei euch. Ja, also Ostern ist weg, der Laden ist richtig sauber. Wir haben hier ganz viel geputzt und ja, und es geht mir wieder besser. Ich habe einige Dinge sortiert und eine kleine Pause habe ich einfach gebraucht. Ja, und jetzt haben wir hier den ganzen Laden neu ausgestattet und alles frisch eingeräumt. Und wir haben tolle Schnittblumen und ja, und es ist jetzt so eine Ordnung und es ist so ein richtiger Frühjahrsputz. Und was es im Frühjahr auch gibt, und da komme ich zum heutigen Thema. So, und damit ihr die Sicht frei habt auf das Thema des Tages, stelle ich mal hier eine große Vase runter. Und das große Thema sind heute die Engelstrompeten. Meine süßen Babys, ja, das ist jetzt hier schon ein größeres Baby. Also Engelstrompeten, das ist ja so ein Herzensprojekt auch von mir. Wir züchten die Engelstrompeten selber und es gibt schon einige YouTuber, die auch Engelstrompeten haben. Das heißt, wir züchten Stecklinge jedes Jahr im Winter und das ist jetzt die Sorte Kurpark Bad Salzschlürf. Ich schreibe es auch noch mal rein, weil wenn man es nicht ganz verstanden hat. Diese Engelstrompetensorte, das ist tatsächlich ein Abkömmling von einer Züchterin, die im Vogelsberg gezüchtet hat. Die gibt es leider nicht mehr. Das ist ein richtig gutes Pflanzenmaterial. Ohne Wachstumsbeschleuniger ist das gezogen. Und diese Sorte, da zeige ich euch gleich noch mal ein paar Bilder dazu, die blüht so zartgelb auf und färbt sich dann so orange-rötlich aus in den Abendstunden. Und diese Stecklinge, die haben jetzt also so eine Größe, wo wir die noch einpacken können, hier so schön zusammenrollen und die kommen dann beim Empfänger in einen größeren Topf. Diese Stecklinge, die versenden wir auch. Ein Steckling kostet 15 Euro plus 7 Euro Paketporto, also 22 Euro. Es gibt zu jedem Steckling eine Pflegeanleitung, die ich euch extra beilege. Und es gibt also verschiedene Größen. Und selbst wenn der also ein bisschen kleiner ist, keine Sorge, Engelstrompeten wachsen in einem unglaublich schnellen Tempo. Und aus diesem vermeintlich kleinen Steckling wird am Ende des Jahres locker eine Pflanze, die also wahnsinnige Ausmaße annimmt und die auch einen großen Topf braucht. Und so ein kleiner Tipp von mir, wenn man einen großen Topf hat und die Engelstrompete wird dann richtig groß, dann kann man auch, wenn die im Rasen ist, einfach drei, Bambusstäbe um den Topf rum in den Boden machen. Dann wird die vom Wind nicht so schnell umgehauen. Oder man nimmt einfach einen Spaten und gräbt die einfach in die Erde ein. Und ich habe im Herbst dann wieder einen Spaten genommen, habe es ausgegraben, weil sie wird dann zurückgeschnitten, ja, und wird dann im Winter eingeräumt. Das heißt, die brauchen gar nicht so viel Platz im Winter, müssen wässern, Hauptsache kühl, ob hell oder dunkel, ist egal. Und damit ich euch jetzt noch die Nase lang mache, zeige ich euch mal noch mal so richtig schöne Bilder. So, dann komme ich jetzt noch mal hier um die Ecke. Also, Moment, ich gehe erstmal hierher. So sehen diese Engelstrompeten, so gelb, zartgelb, sehen sie aus, wenn sie aufblühen.
Und das sind also richtig große Blüten. Hier habe ich mal ein Hühnerei daneben gehalten. Das ist irre, wie groß die sind. Und wenn die dann so ein bisschen reifer sind, dann werden die so orange. Oder auch je nach Temperatur. Das ist also jetzt vor meinem Laden. Und hier sieht man, das ist ein Tisch. Ja, und die sind also wirklich so hoch wie ein Stockwerk. Das ist meine Mutterpflanze, aus der wir jedes Jahr diese vielen schönen Stecklinge ziehen. Und so schön blühen die also auf und färben die auch aus. Es ist ein Traum. Und sie duften in den Abendstunden. Vielen Dank, ich bekomme gerade den Hinweis. Sie duften in den Abendstunden. Das andere war was anderes. Ja, das ist ein betörender Duft. Und dann zeige ich nochmal, Moment, hier habe ich das. Es gibt also da noch eine Pflegeanleitung für Engelstrompeten. Die bekommt jeder noch dazu mitgeschickt. Das ist noch so das gratis dazu, damit man also noch so richtig schön weiß, wie man diese tolle Pflanze pflegt. Ich hatte schon mal ein Engelstrompeten-Video gemacht. Das zeige ich euch nochmal. Da habe ich auch einen größeren Steckling. Das hänge ich euch nochmal an. Herzlich willkommen zu meinem Engelstrompeten-Spezialvideo. Ich liebe diese wunderschönen Blüten, noch nicht sichtbar bei dem Steckling natürlich. Und deswegen zeige ich dir erst noch ein paar tolle Aufnahmen von den Engelstrompeten, wie sie in den Sommer- und Herbstmonaten toll blühen. Habe ich einen Steckling, aber ich gehe jetzt erstmal ein wenig zurück davon, wie wir das machen. Und zwar, wenn im Herbst die Engelstrompete wunderschön getrieben hat und der Rückschnitt fällig ist, eine Engelstrompete kann ruhig auf diese Höhe auch ein dicker Stamm zurückgeschnitten werden. Wir nehmen den Rückschnitt, die Stecklinge, pflanzen die in einen Topf und stellen diesen hell, kühl und da kommen jetzt ganz tolle Triebe raus, neue bei den Stecklingen. Die Wurzeln, und das ist jetzt, haben wir Stecklinge im Bündel mal gemacht, die können dann auch vereinzelt werden. Wenn so ein Steckling vereinzelt ist, das ist jetzt hier der Fall, hat er sich schon ganz, ganz toll entwickelt. Der hat hier schon im Trieb ein Y gemacht und der wird auch gar nicht so ewig brauchen, bis der blüht. Die Engelstrompete darf erst, wenn sie Blätter hat und wenn sie schön getrieben hat, darf sie erst gedüngt werden, weil zuvor kann sie den Dünger gar nicht verwenden und weiß überhaupt nicht, wohin damit. Und wenn sie aber viele Blätter hat, dann kann man die ein, zweimal die Woche richtig, richtig gut düngen. Und diese kleine Engelstrompete, wenn ich die jetzt mal so auf den Boden stelle, die bekommt bis Herbst locker so ein Ausmaß. Und kann dann auch nach dem Herbst wieder auf diese Höhe vor dem Einräumen zurückgeschnitten werden. Also keine Scheu und da darf man ruhig richtig viel abschneiden. Sie ist nicht winterhart und man muss sie frostfrei auf jeden Fall lagern. Keller, Flur, ist ideal geeignet. Ja, also wir haben ganz viele Stecklinge und auf Anfrage würden wir auch Stecklinge versenden. Im Moment noch, weil im Moment haben die noch nicht so viele Blätter, also wenn die hier noch so aussehen. Ja, und ansonsten kann ich euch noch eine Buchempfehlung geben, weil Engelstrompeten sind ein Traum. In den Abendstunden verströmen sie einen wunderbaren Duft und die Blüten, ich muss das mal zeigen, so in Relation, die Blüten haben etwa so eine Länge, sind also riesengroß und sind traumhaft schön. Und wer einmal Engelstrompeten hatte, der wird sie, glaube ich, nie mehr missen. Und ich werde auch in anderen Videos noch zeigen, die Fortführung meiner Stecklinge, beziehungsweise auch meine Mutterpflanze zeige ich dann. Und ja, ich kann jedem nur empfehlen, probier es aus und kauf gutes Pflanzenmaterial, kein Billigmaterial. Es lohnt sich und diese Engelstrompeten machen süchtig. Fortsetzung folgt. Ganz liebe Grüße von deiner Margit. Tschüss! Ja, und ihr seht hier also von den Engelstrompeten, das ist jetzt nur ein Fenster. Es gibt hier dann da hinten nochmal ein Fenster und wir haben auch noch ein anderes Fenster. Aber mein Laden ist jetzt nicht so groß
Und wenn die Engelstrompeten ausverkauft sind, sie ausverkauft, also wie heißt es so schön auf Englisch? First come, first serve. Ihr kennt ja meine E-Mail und ich freue mich auf eure Bestellungen. Und wenn die, ja, es gibt, wir haben ungefähr 15 Stecklinge. Ja, und dann sind sie halt alle. Ja, und ansonsten so als kleiner, netter Ausblick gehen wir noch mal kurz um die Ecke. Und da zeige ich euch mal, was unsere Kunden Schönes bestellen. Und ich muss mich einfach mal kurz in diesen Orchideenwald stellen und euch mal diese Pracht zeigen. Das sind sogenannte Maxi-Orchideen. Die sind also wirklich irre groß und das sind sechs Stieler. Wow, also der Wert einer Orchidee bemisst sich an der Anzahl der Stiele. Und ich würde sagen, das ist jetzt hier doch eine wunderbare Szene, um euch alles Gute zu wünschen und mich mit dieser tollen Orchideenpracht zurückzumelden. Ihr Lieben, ihr hört bald von mir, weil es gibt dann auch tolle News wieder zu den Pfingstrosen. Die fangen jetzt an und auf die Zeit freue ich mich schon total. Also, alles Liebe von eurer Margit und bis bald. Tschüss!